ist Heiligabend. Morgen ist das 24. Ferien. Oh. Oh, wieder andere Seite. Ungefähr hier. Ja, hat das schon runtergerissen. Hilde, Hilde. Was ist das? Das ist ein Labello. Mhm. Oh. Ich kenne diese kleinen. Sprite. Sprite, Labello. Mmh. Ich meine, du hast doch Sprite. Cool. Musst du meinen nicht mehr nehmen und Papas. Hast du wieder einen frischen. Jetzt habe ich Durst auf Sprite. Ah, hallo zusammen. Ich laufe hier gerade mit dem Quentin durch die Felder. Der Wind kommt von vorne, deshalb muss ich ein Auge zumachen. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Boah. Die Sonne scheint, ist blauer Himmel. Aber der Wind bläst mir ins Gesicht, das ist unglaublich. Boah, ich hoffe, man hört mich, echt. Ich laufe hier gerade mit dem Quentin spazieren, wir haben jetzt mittags. Ich laufe mit dem Quentin, boah, bin ich verwirrt. Da macht der Wind, echt. Wir haben jetzt mittags, Samir macht ihr Mittagsschlaf, Joanna spielt in ihrem Zimmer und Rosi ist krank. Die hat sich irgendwie eine Grippe eingefangen, da war ich vorhin noch an der Apotheke, hab Grippostat C geholt und Halsschmerztabletten und so. Die hat heute Abend Weihnachtsfeier und morgen Heiligabend, ist natürlich alles wieder blöd gelaufen. Ich hoffe, dass sie wieder heute auf dem Damm ist nachher oder spätestens morgen. Schön wär's. Ist natürlich doof, wenn man krank ist. Müssen wir mal gucken. Ja. Was will man machen? Ich koche jetzt gleich noch. Ich übernehme heute mal die Hausherrenpflichten. Wollte Frikadellen machen. Und Kartoffeln und Möhren untereinander. Ja, und dann werde ich heute Nachmittag mit Lamia spielen. Joanna spielen, damit Rosi sich noch ein bisschen ausruhen kann. Jo. Viel mehr habe ich auch nicht zu erzählen. Ja, wir sind hier bei uns in den Feldern. Habt ihr schon ein paar Mal gesehen in den anderen Videos. Wahnsinn, ne? Heute ist der 23.12. Alles ist grün. Der Himmel ist blau. Ich verstehe das nicht. Ist schön, ich mag's ja. Ich mag keinen Schnee, ich mag keine Kälte, ich mag keinen Regen. Für mich könnte das jedes Jahr so sein. Unglaublich, blauer Himmel. Ein paar Wolken, blauer Himmel, grün.
sie auch schon mal ein bisschen vorbereitet. Hier sind die Zwiebeln, Kartoffeln und Möhren, die müssen nur noch angemacht werden. Ja, die Zwiebeln brate ich gleich an, dann mische ich die in das Hackfleisch rein. Daraus werden Frikadellen gemacht. Dazu aber gleich mehr. Wir gehen jetzt erstmal in den Garten. Ich habe nämlich hier die Kartoffeln und Möhrenreste. Das sind für die Hühner. So. Garten sieht aus wie Sau. Durch das schöne Wetter ist der Rasen wieder gewachsen. Unglaublich. So. Ein schöner Frühlingstag. Da sind die Hühnerchen. Hallo Hühner. Hallo. Habt ihr Hunger? Ihr kriegt jetzt was. So. Erstmal suchen wir die dicken Möhrchen hier raus. Die dicken Möhrchen sind nämlich nicht für die Hühner, sondern für den kleinen Stinker hier. Das ist Janas zweite Hase. Der hat der Opa der Jana geschenkt. Aber die haben sich nicht vertragen. So hat Jana den einen Hasen bei sich im Zimmer. Das ist der zweite hier. Lebt im Garten. Kriegst jetzt noch ein bisschen Stroh nachgefüllt hier, ne? So. Ach komm, holen wir da mal eben raus. Machen wir neues Stroh rein. So. Stroh. Zack, da liegen Brötchen noch. Kriegst du noch ein Brötchen. Stroh. Hühnerstall. Muss ich auch sauber machen. So, dann kommen sie. Zack. Hüngerchen. Hüngerchen. So. Neues Stroh. Die Brötchen kriege ich immer geschenkt, wenn ich am Wochenende Brötchen holen gehe, wissen die genau, dass wir Tiere haben und dann packen die uns immer die Brötchen vom Vortag, die nicht verkaufen konnten, schmeißen die nicht weg, sondern packen die immer schön in Tüten und dann kriegen wir die Sachen. Viel zu schade, immer die Sachen wegzuschmeißen. So. Die Hühner sind hungrig. So. Körner. Da, ein riesen Topfutter. Jetzt müssen die Hühner Platz machen. Deshalb werfe ich jetzt mal zwei Brotstücke rein. Können die sich da hinten rumkloppen? Ah!
Guten Appetit. Bei dem Hahn muss ich manchmal ein bisschen aufpassen. Er ist manchmal ein bisschen aggro. Der will seine Hühner beschützen. Der hat die Joanna schon mal angesprungen, mich auch schon 2-3 Mal. Deshalb muss ich den immer ablenken. Und wenn er mir ein bisschen zu nah kommt, dann mache ich immer so den Fuß ein bisschen nach vorne, damit er gegen den Fuß springt, wenn er wieder springen will, und nicht gegen mein Bein oder so. Kommen die Zöpfe auf den Tisch. Da ist Kartoffeln und Möhren untereinander. Dampft noch. Schön dekoriert hier. Sprüht voller Deko der Tisch. Also man sieht nicht, Rosi hat gekocht, sondern ich. Hallo Quentin. Hast du Hunger? Hast du Hunger? Das riecht auch so lecker, ne? Hallo liebe Freunde. Wir haben inzwischen 7:45 abends. Joanna spielt FIFA. Sie führt 1-0 bei FIFA und ist gerade auf dem Weg zum Tor und nochmal reinbringen. Oh, schade. Schade. Rosi ist inzwischen zur Weihnachtsfeier und kriegt da dickes Essen, lecker Essen. Und da haben Joanna und ich uns gedacht, was sollen wir hier rumsitzen und ein Brot essen? Haben wir uns Pizza bestellt. Der Quenny ist schon ganz wild. Wir haben uns Pizza bestellt. Die Joanna hat eine kleine Thunfisch und ich habe eine Salami Funghi Extra Pepperoni. Extra Pepperoni. Und jetzt suche ich gerade den Pizzaschneider, aber ich finde ihn nicht. Ich suche mal weiter. Wir sehen uns bestimmt gleich nochmal. Tschüss.